Mirko, bist du da? Hi. Ja. Wie geht's dir? Gut und selbst? Jetzt ein bisschen besser. Jetzt bist du besser, wo du da bist. Sehr gut. Wie geht's dir? Wo bist du gerade? Ich bin gerade zu Hause. Wir haben gerade gegrillt mit der Familie. Bruder, Mutter, Nichte sind auch noch da. Und ja, eigentlich entspannt alles. Fangen wir gleich mal mit dem Bruder an. Dein Bruder Jan hat bei der DG mal gespielt in der Jugend. Genau. Über Düsseldorf und über die DG. Ja, ich habe ja selbst auch viel miterlebt dadurch. Also, die sind ja in dem Jahr sogar sehr, sehr erfolgreich gewesen, sind ja Vizemeister geworden mit der DNL. Und ja, ich war oft auch dort, habe ihn besucht und habe viele von den Mitspielern getroffen und kennengelernt. Also, war eine tolle Zeit für ihn. Ich glaube, das war so eigentlich seine schönste Zeit im Nachwuchs. Spielt er noch Eishockey? Macht er noch irgendwas? Also, Spieler nicht, aber er ist Trainer im Nachwuchs. Und jetzt. War jetzt ganz in Kassel und jetzt mal schauen. Jetzt wird er wahrscheinlich nächstes Jahr irgendwo anders unterkommen und jetzt gucken wir mal. Okay. Ja, Mirko Pantowski, du bist unser neuer Torhüter, zusammen mit Henrik Kahl, bist du unser Gespann. Ja. Wie geht's dir mit dieser Info? Du wirst zum ersten Mal. Nummer 1 sein oder 1b oder knapp die 2, das weiß man noch nicht. Aber auf jeden Fall wirst du mehr Spiele machen als zuletzt in Mannheim. Mehr Verantwortung. Wie geht's dir damit? Also, ich bin eigentlich ein recht entspannter Typ, deswegen ja, ist für mich kein Stress. Ich werde mein Bestes geben und halt gucken, was ich rausholen kann. Aber ich werde auf jeden Fall angreifen und probieren, halt wirklich die Nummer 1 zu werden und viel zu spielen. Ich will mich einfach weiterentwickeln und viel spielen und will das genießen, auch Düsseldorf ist ein Traditionsverein, ist ein guter Club und da freue ich mich einfach drauf, auch die Derbys zu spielen gegen Kölle und da freue ich mich echt riesig drauf. Kennst du eigentlich Henrik schon? Ja, mit Henrik habe ich auch zusammengespielt bei der Nationalmannschaft. Da war der meiner letzten U20 WM war der mein Backup. Ah. Deswegen, okay. Da kenne ich ihn schon ganz gut. Ich glaube, du hast gefuscht, du hast gesagt, du bist ein entspannter Typ. Unsere Informanten haben uns gesagt, du wärst völlig wahnsinnig von den Spielen, du wärst völlig im Tunnel in deiner Welt, würdest dich an dich heranlassen und wärst völlig in Trance. Ja, also ich bin schon, also in der Hinsicht bin ich ja etwas unentspannt, aber in dem Sinne so, dass ich einfach keine Lust habe, mit irgendjemandem zu reden und mich voll auf mich selbst konzentriere und im Tunnel bin. Und dann nach dem Spiel ist eigentlich alles wieder entspannt. Aber jetzt Spielvorbereitung bin ich schon ein klassischer Torwart eigentlich, kann man so sagen. Eine kleine Klatsche. Wie du sagst, nach Niederlagen spricht man dich aber nicht an. Also nicht, dass wir welche haben, aber... Kommt drauf an, wie man verloren hat. Wenn man hart gekämpft hat und gut gespielt hat und dann verliert, dann kann das passieren. Aber meistens bin ich da auch schon sehr angepisst oder... rede nicht viel und gehe am besten schnell essen und nach Hause. Aber ich will deswegen, hasse ich es ja auch zu verlieren und deswegen probiere ich auch nur zu gewinnen. Ja, so. Wir haben intern eine Barter ein bisschen, die Leute heißt bei uns. Das ist die Anzahl der Meter, die man von Alex Barter weg sein sollte, wenn wir ein Spiel verloren haben. Die ist so von 3 bis 10 ungefähr. Meistens eigentlich 10. Was bist du für ein Typ? Wie viel Meter Abstand muss man zu dir haben, wenn du verloren hast? Kommt wirklich drauf an, wie das Spiel war, aber ich denke auch schon 5 bis 10. Okay, merke ich mir. Was sieht man da bei dir im Hintergrund? Wo bist du da? Zu Hause, dahinter ist das Wohnzimmer. Dann dahinter ist meine kleine Höhle, beziehungsweise die von meiner Nichte, das Zelt. Ja. Ofen. Das ist auch das Mädchen bei dir im Profilbild, kann das sein? Genau, ja. Ich weiß, ob du schon Papa bist, aber. Nee. Okay. Noch habe ich ein bisschen Zeit. Ja, 21 kann man noch mal. Ja. Was ist für ein Hardrock-Café, Shirt, was du an hast? Nochmal? Was ist für ein Hardrock-Café, Shirt, was du an hast? Das ist aus Edinburgh. Bist du einer von den Fuschern, die das anhaben, ohne hier da gewesen zu sein, oder was muss ich da? Ich habe die meistens an, wenn ich einfach entspannt zu Hause bin und nicht vorhabe rauszugehen. War ich nicht aus, ich habe gefragt, du da warst. Wie bitte? Ja, ich war dort. Okay. Ja. Wunderschöne Stadt übrigens. Ja, richtig schön. Wir haben in Pfeiff mit Kassel haben wir dort ein Turnier gespielt und haben dann den letzten Tag verbracht, also in Edinburgh, und haben uns die Stadt angesehen und sind dann von dort aus wieder zurückgeflogen. War ein lustiges Turnier.
paar Fanfragen vorher eingesammelt. Ja. Metro 611 fragt, was waren so deine wichtigsten Gründe, auf Düsseldorf zu gehen? Meine wichtigsten Gründe waren, aus der DL2 erstmal rauszukommen und so die Chance zu haben, viel zu spielen und einfach das ein höheres Niveau zu spielen. Und vor allem noch mit Düsseldorf ist noch extra, es ist ein cooles Angebot, weil es ein Top-Club ist auch und es ist halt dann optimal noch. Also wenn ich dann, jetzt habe ich eine gute Chance zu spielen und viel zu spielen und mich weiterzuentwickeln. Tower-Trainer ist da, Fitness-Coaches sind da, einfach alles, das ganze Umfeld ist einfach gut. Eine der, jetzt wenn wir mal ein bisschen flapsiger, eine der meistgestellten Fragen ging tatsächlich um deine Frisur. Wenn die DEG gewinnt, ein Spiel, die Meisterschaft, das war jetzt hier offen, meinst du dir die Haare? Meisterschaft auf jeden Fall. Laura Marie, übrigens. Laura Marie, 12-12. Ganz oder nur gut? Ja, kommt drauf, es soll schon ein schöner Kurzhaarschnitt sein. Also, Kurzhaarschnitt schön, aber bei der Meisterschaft auf jeden Fall. Gewonnenes Spiel wäre zu einfach, weil ich will jedes gewinnen und wir werden hoffentlich auch viel gewinnen. Dann gehen wir mal von aus. Du hast, also unser Informant hat es gesagt, du wärst ein sehr stylischer Typ, du würdest Geld ausgeben für Klamotten. Hättest du welche schicken, hippen Mäntel, Nerd-Mäntel und sehr, sehr wichtig. Du hast da große Fußstapfen. Wir haben hier mit Patrick Köppchen natürlich einen, der dann die, mit Unterhemd, mit Sonnenbrille, im Sonnenaufgang vor Panorama. Bist du auch so ein Typ, der da sich in der Modestadt Düsseldorf da präsentiert? Ja, also ich freue mich auf jeden Fall, mal modisch was anderes zu sehen als Mannheim oder Heilbronn. Aber ich bin jetzt, klar, ich bin gut angezogen, aber jetzt nicht. Ich habe jetzt nicht die teuersten Klamotten und die allerbesten. Ich habe eigentlich recht. Also ich habe meinen entspannten, meinen eigenen Stil einfach. Nichts Besonderes. Wir haben übrigens hier mitgebracht eine Zamek-Suppe aus den 90er Jahren. Die kannst du gleich gewinnen. Das ist eine Zamek-Tomatensuppe. Echt von der Bremenstraße, ein Museumstück. Kann man wahrscheinlich noch essen. Bist du nervös, wenn die willst du hier haben? Ja, sehr gern. Auf jeden Fall. Das ist ein Wettkampfgrün, ne? Das merke ich schon. Ja. Okay. Aber ist noch nicht so weit. Okay. Oh, ich bin gespannt, was da auf mich zukommt, ey. Ja, wir haben ja vorher gesagt, ich muss einen Deckel haben heute, ne? Das Geht der? Ja, weil wir haben jetzt Zeitverzug. Ist das ein Schraubenschlussdeckel? Ja. Okay. Aber ja. Nicht wegwerfen. Ja, ne? Der geht jetzt immer. Floss Dance oder Loser Dance? Wie bitte? Floss Dance oder Loser Dance? Boah. Ich wusste, du kannst damit was anfangen, eher nicht. Ja, ich weiß, aber ich glaube eher Loser Dance, weil Floss Dance kann ich nicht so gut. Achso, du kannst. Dann mach doch mal vor. Was? Den Floss? Nee, ich glaube, Loser ist einfacher. Ja. Warte. Da war aber gespannt. Ja, unser Informant hat nämlich auch gesagt, dass du sehr gerne Fortnite spielst. Wobei nicht mehr. Also ich habe gespielt, aber jetzt nicht mehr so. Okay. Sehr schön. Danke für die Einlage. Duty ist ja jetzt in. um wieder nervös zu werden jetzt hier mal. Wie würdest du deinen Torwartstil beschreiben? Ich versuche auf jeden Fall ein gutes Positionsspiel zu haben. Also die Technik ist mir sehr wichtig. Ich bin eigentlich immer so in meinem nicht Komfortzone, aber ich versuche immer im Stil drin zu bleiben, um nicht so viele technisch auszufallen. Das heißt, nicht so viel Freestyle zu haben. Deswegen sieht es bei mir oft sehr unspektakulär aus. Also nicht so viel Freestyle, sondern alles recht sicher. Was erwartest du, was sind deine Ziele für die Saison mit uns, für dich selbst? Ich denke, das Ziel wie dieses Jahr wäre auf jeden Fall gut, die Top 6 zu erreichen und dann auch die Playoffs zu spielen. Und dann auch mal Playoffs zu spielen. Ja, genau, ne? Zu spielen halt auch, ne? Das wäre viel wichtiger. Weil so wäre das jetzt dann wieder umsonst, aber hoffen wir mal, dass sich das alles regelt. Auf jeden Fall. Wir haben noch eine lustige Frage. Neufs, 29, wie auch immer, fragt, ob du dich noch an den Schläger erinnerst, den du ihm schuldest.
Du wärst irgendein Schläger, säumig. Ja, das ist ein Nachwuchstorwart. Der spielt jetzt in Mannheim, hat in Kassel gespielt. Ja. Und ich habe ihn sozusagen nach Mannheim gebracht und habe mit ihm Torwarttraining in Kassel gemacht. Und der fragt mich jetzt seit Wochen, dass ich ihm Schläger schenken soll. Und so ein bisschen auf den Sack geht er mir schon. Und wenn er weiter so macht, dann kriegt er erst recht keinen. Wir bleiben dran. Wir kämpfen wie die Vergessenen. 9:29, wir bleiben dran. du hast ja in Kassel deine Karriere begonnen, so ein bisschen in Kassel. Dann warst du bei den jungen Adlern, zwischendurch auch bei den Indians. Das ist auch eine Frage von V86. Indians sind ja irgendwie schon ein kleiner, besonderer Club irgendwie. Wie war es bei denen? Ja, das war richtig geil. Das war eigentlich bis jetzt einer der besten Zeiten, Wochen, die ich verbracht habe, weil ich war da eigentlich nur die Spiele spielen und dann in den Playoffs war ich die letzten 3-4 Wochen dort fest und es war super, die Fans waren super, das Team war toll und wir hatten auch dafür, dass wir so in der regulären Saison so schlecht waren, waren wir dann recht erfolgreich, haben Herne rausgeworfen, die Erste waren in der Hauptrunde und das war eine super Zeit dort. Okay. Ich wollte noch mal in die Vergangenheit gehen. Wir haben uns ein bisschen informiert vorher, wie du schon gemerkt hast. Und noch eine lustige Sache war, du spielst anscheinend gerne Golf. Seit klein auf. Ja. Aber wie kommt es dazu? Also normalerweise. Ich weiß, viele Eishockeyspieler spielen Golf im Sommer, weil das einfach so, da muss man auch auf den Ball drauf kloppen und auch. Ja. auf Puck, also Puck ist ja das Gleiche dann. Ja. Aber keine Ahnung. Es hat mir mal Spaß gemacht. Ich habe das mit meinem Vater zusammen angefangen. War eigentlich eine Zeit lang recht gut, aber dann habe ich irgendwann, wo ich dann auch weg von Kassel gegangen bin, habe ich nur noch einmal im Jahr gespielt und dann war das irgendwann nicht mehr so gut. Also ist ausbaufähig, meine Technik und mein Spiel. Solange das nur fürs Golf gilt und ich weiß, ob jetzt die Priorität ist ja woanders. So ist es. Unser Informant hat gesagt, dass du dann die andere Hälfte deines Geldes, was du jetzt nicht für Mäntel ausgibst oder für Sonnenbrillen, für gutes Essen ausgibst. Was ist da deine Leidenschaft? Ja, essen gehen, kochen nicht oft, aber wenn, dann gut. Aber meistens, also ich gehe schon sehr oft essen. Also ich bin schon so ein, viele sagen immer, ich bin so ein kleiner Feinschmecker, aber so Alibi-Feinschmecker. Aber ja, es macht mir schon Spaß. Gutes Essen. Ja, heute haben wir auch Steak gemacht. War auch lecker. Aber nicht mit einem Goldüberzug für 2.000 Euro. Nee. Also so ganz hoch ist mein Gehalt noch nicht. Ich hoffe, es wird irgendwann vielleicht mal so, aber so, das kann ich mir nicht leisten. Ich habe übrigens ein spezielles Trikot an, ist zur Allgemeinbildung nicht abgesprochen, am heutigen Tage. Warum haben wir das an? Wie bitte? Ja. Wieso habe ich dieses Trikot an? Kannst du das sehen? Kann mal Achsverlängerung. Ja. Ja. Gut geraten. Wie weit kennst du? Wen kennst du aus deiner neuen Mannschaft? Eigentlich meisten Jungen eigentlich nur. Also Tobi, Eder, die auch alle gerade in den Chat unten schreiben. Was hältst du denn von Tobi? Wie bitte? Was hältst du denn von Tobi, Eder? Grüßer Tobi Eder, du bist gleich dabei. Der ist nämlich im Chat auch gesehen. Ja, ich weiß nicht. Ich kann jetzt nicht die Wahrheit sagen, weil das wäre eine Schuldfrage. Ja, auch das erzählen müsste. Okay, du kannst über irgendeinen von den Leuten, die live dabei sind, was Nettes sagen und einen kannst du in die Pfanne hauen. Tobi ist eigentlich der Netteste noch von allen. Das ist der Anständigste. Aber der Schlimmste von allen ist eigentlich Charlie Janke. Ja, können wir bestätigen. Das war auch mein DB-Roomie, also mein Zimmerpartner. Und ich glaube, wenn manche mit uns also gesehen hätten, wie wir uns verhalten haben und was wir für eine Scheiße gelabert und gemacht hätten, das wäre ein YouTube-Hit. Das wäre. Wie habt ihr euch angeglichen? Ja, wir haben, also, kennst ja Charlie, also der labert auch viel Scheiße und so. Und ich kann mich da auch sehr, sehr reinsteigern. Und dann labern wir beide Scheiße und nerven alle. Damit haben wir gerade das erste Doppelinterview fürs DG-Magazin festgehört. Ja. Der Charlie ist unser nächster Gast hier übrigens, vielleicht. Der kann ja was auf der Ukulele dann spielen. Kann er Ukulele spielen? Ja.
Also danke, genau, Ukulele. Für solche Infos liebe dich. Charlie, wenn du uns zuliebst, Ukulele. Zwei Stücke wollen wir hier nächste Woche. Sehr schön. Ja, bist du bereit für die erste Challenge? Ja. Ja, du bist ja Torwart, aber als Torwart musst du ja fingerfertig sein. Ja. Wir bauen jetzt direkt ein bisschen Druck auf. Also wenn du es nicht hinkriegst, dann weiß ich nicht, ob das hier was wird bei der DEG. streck mal die Hände aus. Ja, leider die Zeit verzögert, kann ich es nicht sehen, aber dass wir jetzt ein bisschen Zeit, streck mal die Hände aus. Ja. Ja. So, und jetzt die Hand, also Hände drehen, dass die Daumen unten sind. Handfläche außen. Ja, wackel mal mit dem Daumen. Okay, und jetzt greifst du mit der Hand über und richtig schön ineinander verkeilen. Ich glaube, du hast da die falsche Hand genommen. Du musst das mit der rechten über die andere. Ach so. Bist du dabei? Ja. Und jetzt versuche im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeiger drin, auch wenn es weh tut, den Daumen hoch zu drehen. Schaffst du? Was ist denn mit dir los? Das geht um die Zahnmix-Suppe. Mirko, nicht geschafft? Okay. Wir werden es dem Trainer nicht sagen. Okay, zweite Übung. Hast du den Deckel? Ja, habe ich. Okay. Machst du einen Trommelwirbel? Nimmst du den Deckel? Tust du auf deinen Daumen? Was denn? Okay, bist du bereit? Ja. Deckel da. Deckel weg. Deckel da. Wow. Ja, ich weiß, wie es geht, aber ich weiß nicht, ob ich es gleich hinkriege. Ja, es geht um. Du hast die Wahl zwischen dem Zombie-Suppe und diesem wirklich gruseligen. Matthias, ich liebe dich, du weißt das, aber ein ganz schlechter Matthias Nierberger-Puch aus dem Ganzen. Das ist, geht zur Wahl als Gewinn. Okay. Okay, Deckel da. Sag nochmal. Deckel da. Deckel da. Deckel weg. Deckel weg. Deckel da. Deckel da. Fuck. Wir haben es jetzt leider. Muss man mal machen. Nein, wir waren begeistert von uns selbst. Ich hab's das toll gemacht. Alles gut. Deckel da. Ja. Deckel weg. Und Deckel wieder da. Okay, komm. Es lief nicht so flüssig wie bei dir, aber es war gut. Welchen hättest du denn lieber? Die Suppe oder den Puck? Die Suppe. Die Suppe, alles klar. Wärmen wir dir hier auf? Da habe ich schon was für die Wohnung in Düsseldorf. Ja. Ja. Wie oft wird dein Name eigentlich falsch ausgesprochen? Also ich sage immer nur Pantowski. Also viele überlesen einfach dieses K nach dem T noch. Ja. Und das eigentlich so schwer ist es nicht, aber dann dieses Pantkowski, also manche kriegen es hin, manche nicht, aber ich habe mich irgendwie damit abgefunden. Also wir kriegen es, glaube ich, nicht hin, oder? Ich schon, aber du nicht. Ich nicht. Ist ja auch nicht schlimm. Hast du sonst irgendwelche lustigen Hobbys, irgendwas außer Zaubertricks verwagen? Nee, aber ich glaube, die Kleinen, die wollen ja mal Hallo sagen, oder? Sollen die Kleinen Hallo sagen? nee. Meine Kleinen nicht, die gucken die ganze Zeit zu. Ist das dann die Tochter von deinem Bruder? Genau, ja. Also auch ein bisschen, Düsseldorfer Mädchen, so ein bisschen. Ja, ein bisschen, ja. Okay, Marco, ich glaube, wir sind durch. Ja. Hat Spaß gemacht. Die Rache von Charlie Janke kommt nächste Woche. Ja. Das wird super, ich freue mich so drauf. Ja. Er hat mir eigentlich gesagt, dass er mir Shit geben will jetzt im Chat, aber ich habe nichts gesehen. Ich glaube, der hat Tschüss. Ja, ich habe es auch nicht gesehen. Er hat sich auch nicht getraut, die Viertelfinale zu spielen. Ja, genau, ja. Wie hast du das erfahren, dass die Saison vorbei ist? Wie hat dich das getroffen? Ja, war komisch, weil wir haben uns vorbereitet für Bad Tölz und waren eigentlich sicher. Also wir haben gar nicht irgendwie so mitbekommen, dass es sich jetzt alles so, also dass es alles so schnell eskaliert. Und dann auf einmal Mittwoch war das, glaube ich, hieß es dann, okay, die Saison ist vorbei. Und dann haben wir uns alle getroffen, haben was getrunken, gegessen und dann ja, war es vorbei. War ganz komisch. Okay, wann sehen wir dich hier? Das Anfang ist, Mai jetzt, also ich werde jetzt bald schon da sein. Einen Monat und dann bin ich da. Es gibt ja so ein Ritual, dass alle neuen Spieler müssen mit einem speziellen Dirndl einmal über die Königsallee laufen. Ohne Schuhe und mit so einer wilden Perücke, mit so einer Lederperücke. Ja. Also so eine Maske, so eine Halbmaske, Ledermaske-Perücke. Aber wir sagen dann Bescheid, wo du da langlaufen musst. Alles klar.
sagen wir den anderen Neuzugängen, okay, machen wir das zusammen aber, oder? Mit den Neuzugängen. Ja, ja klar. Nein, nur für Tolter. Blaue nur für Tolter. Okay, alles klar. Danke, Jungs. Ciao. Mach's gut. Ciao.